Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde, auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer weiteren Runde UFC 4. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und nach einer vierten Titelverteidigung versuchen wir heute die fünfte Titelverteidigung natürlich erfolgreich auch abzubringen. Wir kämpfen heute, müsste gegen die Iron Lady sein. Mal schauen mal, ob uns dies gelingen wird. Wir sehen nun einen Titelkampf der UFC Bantam-Gewichtsdamen. Also ich glaube nämlich, dass die Iron Ladies, weil man den Namen so bekannt wie Krim. Sobald das losgeht, werde ich mich wieder melden. Hier kommt die Herausforderin um den Titel im Bantamgewicht. Sie hat sich ja in der Vergangenheit schon ein ums andere Mal auf ihr Tempo verlassen, auf ihre blitzschnellen Bewegungen. Und damit war sie ja schon so oft erfolgreich. Ich bin gespannt, wie das heute aussehen wird. Die Titelverteidigerin auf dem Weg ins Oktagon. Wir kennen sie natürlich von ihren gefährlichen Submissions. Ja, sie schafft es einfach immer wieder, sich einen Arm oder ein Bein der Gegnerin zu schnappen und es dann unerbittlich zu bearbeiten. Wird sicher auch heute wieder ein wichtiger Bestandteil ihrer Taktik sein. Ich glaube, dass wir das letzte Mal sogar in der ersten Runde den K.O. gleich einmal erzielt haben. Sehen wir uns mal eine Gegenüberstellung der Kontrahentinnen in diesem Titelkampf im Bantamgewicht an. Wir haben einen deutlichen Altersunterschied zwischen beiden Kämpferinnen und im Hinblick auf Größe und Reichweite ziemlich identische Voraussetzungen. Und hier ist Bruce Buffer mit der offiziellen Vorstellung. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. When the action begins, our referee in charge of the Octagon, Herb Dean. At the moment, UFC fans around the world have been waiting for. It's time! Five rounds for the undisputed UFC Bantamweight Championship of the World. Introducing first, fighting out of the blue corner. This woman is a Muay Thai kickboxer, holding a professional record of 14 wins, 7 losses. She stands 5 feet 9 inches tall, weighing in at 135 pounds. Fighting out of Utrecht, the Netherlands, presenting the challenger, Jermaine the Iron Lady, DeRadami. Wer wusste, dass die Iron Ladies? Fighting out of the red corner. This woman is a Muay Thai kickboxer and jiu-jitsu fighter, holding a professional record of 19 wins, 1 loss. She stands 5 feet 9 inches tall, weighing in at 126 pounds. Fighting out of Moscow, Russia, presenting the reigning, defending, undisputed UFC Women's Bantamweight Champion of the World, the Nightmare. All right, this is for the championship. You've been given your instructions in the dressing room. Protect yourself at all times. Follow my instructions. We will have a clean fight. Touch gloves. Let's make it. Sie klatschen sich ab und gehen wieder in ihre Ecken. Drückt jetzt nicht. Fight. Also das war natürlich ein starker Kick vom Kopf, sie ist angeschlagen. Oh ja, satter Kick zum Bein.
Die Fans in aller Welt, sie lieben sie einfach. Die sehen sie richtig gern, mit der fiebern sie immer mit. Ein klarer Wirkungstreffer, starker Kick zum Kopf. Ja, den Kick steckt sie nicht so leicht weg. Oh, unsauberer Punch und daneben. Oh, oh, der Leg Kick kommt an. Oh, also ist mir schon, dass man es gleich bin und nicht das macht. Der Kampf beginnt und sie gibt gleich Vollgas. Mal sehen, ob sie das bis zum Schluss durchhalten kann. Oh ja, schöner Flaschenkopf. Sie richtet sich auf. Gut gemacht und jetzt zuschlagen. Ja, ja, jawohl. Zum zweiten Mal wird die Iron Lady in der ersten Runde killt. Das war überragend, wie sie diesen Kampf beendet hat. So einen K.O.-Treffer muss man erstmal landen. Sehen wir uns mal an, was in dieser Runde alles los war. Bam, schön eingeschlagen. Und genau deswegen möchte ich den Drehkick rausbauen. Schee ans das King. Ist die Siegerin in diesem heutigen Titelkampf im Bantam. Sie war gerne auf meinen Bein losgegangen. Das war's, Beinstärke müssen wir aufpushen. Und ihren Titel sehr souverän, denke ich, erfolgreich verteidigt. Ja, sie kann ihren Bantam-Gewichtsgürtel behalten und sich jetzt erstmal entspannt zurücklehnen und auf die nächste Herausforderin. Schön, 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 schön. Schön, man hat es gesehen, wie er eingeschlagen ist. Okay, dann haben wir die, dann ist jetzt da um einen Titel gegangen und das letzte Mal ist gerade, glaube ich, um einen Platz gegangen. Das war in der Folge 14. Oh. Jetzt kommen die ganzen Rückkämpfe. Jetzt dann die dritte Runde gleich, was ich gegen die habe. Dass ich ein Sponsor, was braucht der Sponsor ist von mir? Einmal 15, einmal 10.
I patiently been waiting, please, I think it's time for my turn. My expertise are melodies, they talk to me when I'm hurt. Just let me... Heute geht's ums Timen. Du musst den richtigen Moment abpassen, wenn du gewinnen willst. Ja, das wollte ich sehen. Klasse. Die Kombo war super. Gut gemacht. Klasse Kombo. Gut so. Mir aufpassen. Noch eine halbe Minute. Klasse, starke Kombo. Teile solche Treffer im Kampf aus und alle werden dich fürchten. Grüner Social Media Post machen. Jetzt pass mal auf die Aufnahme. Die nächste. Ah, ich hab schon eure Aufnahmen bei ihr freigeschalten. Nehmen wir einmal eine Verbindung. Und einmal den Social Media Post. Passt. Moment Druck und hol dir dann das Ding, okay? Das Timing ist entscheidend. Das war genau richtig so. Oh. Das war zu viel. Das war zu viel. Kämpfe gewinnen, dann musst du ein gutes Timing haben. Zeig's mir mal. Los! Stark! Gute Arbeit! Hervorragend! Weiter zur nächsten Übung. Covid, ne, da geht wenigstens auf den Körper. Nicht aufgeben! Beim nächsten Mal wird's besser! Ja.
So. Jetzt kennst du mir, Mutai ist mein Ding mit dir. Auf den richtigen Moment und dann geh voll drauf, okay? So gewinnst du auch die harten Kämpfe. So muss das. Solche Treffer im Kampf aus und alle werden dich fürchten. Gehen's einfach nicht auf für dir, die Kriegs, was ich möchte. Und zunächst müssen wir einen Bodenkampf machen, dass wir fit werden. Und heute mal an deinem Jiu-Jitsu arbeiten, okay? Schön die Position gewechselt! Ah, lauter. Jetzt will ich gucken, wie ich da das ist scharf. Aber ist gleich. Gleich war's das. Nicht locker lassen. Weiter so, Mädel. Als Aufstieg muss ich machen. Okay. Los, bring die Submission zu Ende. Noch eine halbe Minute. Das hast du echt geil gemacht. Dixies haben wir es ja geschafft. Klasse, Mädel. Gut gemacht heute. Schön dominiert, immer die Ruhe behalten und gutes Submission. Hervorragend. Hervorragend. Und zwar mehr ein Joke gibt. Dann die nächste Woche. Gehen uns genau eine Woche vom Sparring jetzt. Hm.
richtigen Moment und dann push, okay? Geh voll drauf und beende den Kampf. So will ich das sehen. Du darfst jetzt nicht aufgeben. Wenn du heute mal an deinem Timing arbeitest, warte auf den richtigen Augenblick und dann BAM! Vollgas! Perfekter Block! Yeah! Genau so und nicht anders! Kim Show. Jawohl! Das ist jetzt gefährlich. Das muss verliehen gleich. Genau so will ich das auch im Kampf sehen, okay? So. Da haben wir noch eine Ohreinheit. Da haben wir eine Ohreinheit. Da hoffen wir, dass dies funktioniert. Dass man wenigstens ein bisschen nur einen Push nach oben kriegt. Mach mal Boxen. Geht eh nicht anders. Ringen war zwar natürlich auch gut gewesen, aber. Vollgas, ja? Ich will harte und präzise Treffer. Hau alles raus. Zeig mir, was du kannst. Jawohl! Starke Kombo! Absolut stark! Stark! Gute Arbeit! Gott, ja, ich hab das geschafft, was ich möchte. Oben bin ich auch fast. Und somit können wir jetzt uns um die Hut kümmern. Kümmern wir uns noch schnell um die Hut. Da haben wir's. 10 Millionen Fans. Dann machen wir dies hier. Takedown-Verteidigung.
Ein Vorzug. So. Dies und dann führe ich bis zur Kampfwoche. Meine lieben Sportsfreunde, das war's aber für diese Folge. Ich hoffe, es hat Ihnen ein wenig gefallen. Würde mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar. Natürlich auch, wer Lust und Laune hat, da kann ich gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, so dass, wenn es hier aus der UFC mit der Vera weitergeht, nichts mehr Neues versäumt wird. Und dann wünsche ich nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann das du dir hier dieses Video schaust. Vergesst meinen Leitspruch nicht, Respekt kommt von Respektieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem meine lieben Sportsfreunde, das ist jetzt in der Corona-Zeit sehr, sehr wichtig. Bitte, bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal, euer HB. Servus.